Stolz ist mein Obergewand und die Erhabenheit ist mein Untergewand. Wer mir sie streitig macht, den werde ich bestrafen. Das bedeutet, dass niemand die Gewaltigkeit, die Erhabenheit, die Majestät Allahs Azza wa Jal in Frage stellen darf oder so tun darf, als ob er, also der Mensch, gewaltig wäre und die Menschen daher unterdrückt. Eine weitere Auswirkung und eine weitere Folge ist natürlich, keinen anderen außer Allah Azza wa Jal so hoch zu achten, wie es Allah gebührt. Denn wenn Allah Azza wa Jal diese Eigenschaft hat, dass er hoch geachtet wird, dass er majestätisch angesehen wird, dass er gepriesen wird, dass er subhanahu wa ta'ala geschätzt wird, dann darf diese Tat natürlich keinem anderen zugeschrieben werden. Das heißt, der Muslim darf keinen anderen so achten wie Allah Jalla wa Ala. Wie spiegelt sich das wider, dass jemand einen anderen achtet, so wie Allah? Indem natürlich Allah Azza wa Jalla etwas verbietet und der Mensch etwas gebietet und dass der Mensch eben nun nicht Allah folgt, sondern diesem anderen Menschen. Und das ist natürlich nicht erlaubt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel das Alkoholtrinken verbietet und der andere kommt und gebietet das Alkoholtrinken, dann ist die Frage, wen achtest du hier mehr? Achtest du Allah Azza wa Jal mehr oder diesen Menschen, der dir das erlaubt hat? Oder wenn er dir etwas gebietet, Allah Jalla wa Ala, dass du die Zakat entrichten musst und ein anderer sagt, nein, du entrichtest nicht die Zakat, wem folgst du dann? Wen achtest du mehr? Wen respektierst du hier mehr? Natürlich Allah subhanahu wa ta'ala, denn er ist der Schöpfer, er ist Al-Azim, der Gewaltige. Und dazu gehört eben, und das ist eine Folge, seine Gebote hochzuachten. Allah Azza wa Jal sagt, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. So ist es, und wenn einer die Kulthandlungen Allahs hoch ehrt, so ist es ein Ausdruck, der von der Gottesfurcht der Herzen herrührt. Die Kulthandlungen Allahs, das heißt all das, was Allah Azza wa Jal geboten hat, ob das nun das Gebet ist, die Pilgerfahrt ist, die Rezitation des Korans, die Einhaltung der Gebote Allahs, das alles gehört zu Sha'air Allah Jalla wa Ala. Und Ta'zimu Sha'airillah, also die Hochehrung und Hochachtung der Kulthandlungen Allahs tabaraka wa ta'ala bedeutet eben, diese Gebote einzuhalten. Wenn ich höre, etwas ist verboten, dass ich das unterlasse. Das ist die Folge. Ansonsten deutet das auf mangelnden Respekt hin gegenüber Allah und das ist kein Ta'zim, das ist keine Hochachtung. Ta'zim, die Hochachtung, die Verehrung, die Verherrlichung Allahs subhanahu wa ta'ala muss mit sich führen, dass wir die Gebote Allahs einhalten. Und je weniger du die Gebote Allahs einhältst, desto weniger verehrst du Allah. Desto weniger verherrlichst du Allah, desto weniger achtest du Allah subhanahu wa ta'ala, also desto weniger hast du diesen Ta'zim. Der Muslim muss wissen, dass er, wenn er Allah respektiert, dass er ihn auch folgt. Genauso gehört dazu zu den Folgen des Ta'zim, dass Allah und seinem Gesandten nicht zuvor gekommen wird. Denn Allah azza wa jal sagte, ja, ayyuhal ladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Inna allaha sami'un alim. O die ihr glaubt, kommt nicht Allah und seinem Gesandten zuvor und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist allhörend und allwissend. Was bedeutet das? Das bedeutet, Allah Azza wa Jal sagt dir etwas und du machst etwas anderes. Du erfindest Sachen in der Religion oder du erlaubst, was verboten ist oder verbietest, was erlaubt ist. Das ist kein Glaube. Jeder Mensch, der denkt, Allahs Gebote sind nicht einzuhalten, jeder kann machen, was er will, der verherrlicht nicht Allah. Und der bestätigt auch nicht die Herrschaft Allahs, tabaraka wa ta'ala. Und das führt dazu, dass er sein Islam, seine Zugehörigkeit zum Islam nicht richtig ist. Denn die Voraussetzung für einen Muslim ist, dass er auch die Gebote Allahs liebt und er sie einhält. Wenn er sie für schlecht ansieht, dann heißt das ja was, dass er Allah als unwissend oder als ungerecht, als unweise betrachtet. Warum sonst sollten die Gebote Allahs schlecht sein? Sie wären nur schlecht, wenn Allah Azza wa Jal selbst schlecht wäre. Erhaben ist er darüber. Deswegen, jeder, der sagt zum Beispiel, das Zinsverbot ist schlecht, Alkohol trinken zu verbieten ist schlecht, Hijab
aufzuerlegen ist schlecht. Alle Gebote Allahs Azza wa Jal, wer das glaubt, ist kein Muslim. Und deswegen muss man sich davor achten. Warum ist er kein Muslim? Weil er Allah Azza wa Jal nicht achtet. Weil er Allah Subhanahu wa Ta'ala nicht respektiert. Weil das mit anderen Worten eine Beleidigung Allahs Azza wa Jal ist. Denn warum sollte das Alkoholverbot schlecht sein? Nur weil Allah Azza wa Jal unwissend oder unweise wäre, erhaben ist er darüber. Und deswegen muss jeder Muslim die Gebote Allahs Azza wa Jal lieben. Natürlich kann es sein, dass man mal sündigt. Es kann sein, dass der Mensch sündigt, der Muslim sündigt. Dann nimmt er halt Zinsen einmal. Oder es könnte sein, dass er mal Alkohol trinkt. Er wird dadurch nicht sofort zu einem Nicht-Muslim. Aber wenn er dieses Gebot verachtet, hasst, für schlecht empfindet, also wenn er dieses Gebot nicht mag, dann ist er kein Muslim mehr. Und das ist ein wichtiger Aspekt, denn einige Menschen denken, es ist ihnen erlaubt, einige Gebote Allahs Azza wa Jal zu verachten, im Sinne von für schlecht zu erklären. Und das ist natürlich ein Widerspruch zur Bezeugung, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist.